Hallo und willkommen bei einer neuen Folge SnowRunner. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, ihr seht's rechts oben. Auferstanden aus Ruinen. Immer rausgesucht. Und da gilt es, den Flugplatz zu reparieren. Und erst muss ich mal hier mal Zement dahin fahren. Und danach noch irgendwelchen Müllbergen. Ich aber noch nicht, wo der ist. Und einen Kranwagen brauche ich anscheinend dafür. Jedenfalls steht es da drin. Aber jetzt fahren wir erstmal die Sachen hin. Und dann mal schauen. Ich werde ein bisschen außen rumfahren. Ich kann es mal kurz zeigen. Der Flugplatz ist ja eigentlich da. Nur hier der Weg. Könnte ich fahren, ja. Ich aber so rumgurken. Und hier drüber geht's nicht, weil da ist die Brücke kaputt. Deswegen habe ich gedacht, ich fahre einfach außenrum. Auf der Straße. Das geht, denke ich mal, leichter und ist sicherer. Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr schon die neue Season? Habt ihr die schon gekauft? Ich habe mir den 4-Jahres-Pass gekauft. Das sind, glaube ich, 4 oder 5 Seasons mit drin. Also die halt dann noch kommen. Für knapp 25 Euro finde ich das okay. Einmal kriegt ihr auch einen Haufen Zeug dann. Der lässt sich immer so komisch lenken. Seine komischen Lenkachse da. Schauen, ob ich die Karte hier dann mal auf 100% spiele. Jetzt habe ich ja dann auch keine wirklich auf 100%. Wechsel da immer mal hin und her, welche Karte mir gerade gefällt oder welche halt neu rauskommt. Die spiele ich dann mal einige Folgen lang. Mal schauen, es sind ja nicht so viele Missionen hier. Die Mission da vorne wollte ich da mal machen. Was ist denn das für eine überhaupt? Lichter aus. Lieferunggenerator. Ich glaube, das hat nichts hier mit dem kaputten Stück zu tun. Ich glaube nicht, dass das dann repariert ist. Hier auch schon durch. Ja, so aber nicht.
Komm, lenk doch. Wird auch so wieder nix. Nächstes Mal fahre ich hier durch, das ist doch einfacher. Da war das die Straße. Ja. Eieieiei, was fahre ich denn für einen Stuss zusammen, sag mal. Ah, eine Mietze. Katze, jetzt ist er weg. Der kommt echt gut durch so Matschlöcher hier durch. Seinen breiten, großen Reifen. Das hier, das ist auch eine Mission. Habe ich die schon? Schlamm, irgendwas? Nee, habe ich noch nicht. Nehme ich doch gleich mal mit. Ach, da ist das Geröll anscheinend, muss dann weg. Da ist auch wieder was kaputt hier. Was zum Geier ist das denn für ein Riesen-LKW? Ah ja, genau, der hat erst mal seine Ladung da verloren. Super. Komme ich denn jetzt hier durch? Das ist doch keine Achterbahn, ja, das stimmt. Oh nee, oder? Irgendwie muss ich doch hier kommen, vielleicht dazwischen. Oder ich schub ihn einfach mal weg. Aber so geht's auch. Jetzt steht er wenigstens auch schon wieder.
Da ist schon wieder Geröll auf der Straße. Eieiei, das sind aber auch Riesenfelsen. Nein, nein, nein. Das wäre es jetzt gewesen hier, kurz vorm Ziel. Nicht hier umfallen. Achso, jetzt kommt der hier nicht hoch, oder was? So, da ist der Entladepunkt. Okay. Ah ja, das ist das Gebäude hier wieder schick. Gut, jetzt will er noch den Müll. Wo ist der Müll? Das ist der Müll. Ja, großer Müll. Okay, der muss wohin? Da unten hin. Kann ich da wenigstens durch? Was für ein Anhänger, achso. Naja. Sieht aus wie zwei Plätze. Ich glaube, da muss ich mal mit einem Kranwagen noch rauf. Theoretisch stehen, wenn der andere Reifen hat. Ketten. Vielleicht was mit Schlammreifen. Der hat keinen Kran. Mit dem hier. Der hat einen Kran. Na gut, ich würde da nochmal hineiern. Das sieht ihr, denke ich mal, in einem Schnelldurchlauf. Ja, ihr habt's gesehen. Musste leider LKW tauschen. Der kam da überhaupt nicht durch. Gut, am gleichen Loch kam ich mit dem anderen LKW. Naja, Zentimeter war es durch. Anscheinend das Todesloch mit Matsch. Und dann mit diesem komischen Kran noch.
der dann überall hängen bleibt, ist das nicht so einfach, aber es ging. Jetzt erstmal den Müll halt den Müll unten abgeben im Dorf. Dann ist der Auftrag auch erledigt. Also da hat er echt überhaupt keine Probleme gemacht. Nicht schon wieder. Bei dem Matschloch, da kam der echt gut durch. Obwohl ich jetzt wieder überall diese Steinschläge hier unten liegen. Kranwagen steht noch oben, vorsichtshalber, dass hier doch noch ein Malheur passiert unterwegs. Ach ja, und den Container hier habe ich hier noch drauf gesetzt. Es gibt auch schwierigere Aufgabe. Ein LKW kann ich nicht fahren. Oder ist nicht fahrbereit. Und der muss aber mit dem breiten Auflieger in den Steinbruch rein. Oder ich glaube kurz davor, auf jeden Fall die Richtung. Ich glaube, der kann einfach dadurch, nur ob er dadurch durch die enge Passage passt, ich bezweifle es. Werde ich wahrscheinlich erstmal den Steinschlag hier vorne wegmachen müssen. So, mal schauen, jetzt wieder durchkommen. Also für das kleine Stück hier habe ich mit Sicherheit 5 Minuten gebraucht, wenn es reicht. Wenn es ruhig mal da vorne, da ist zwar so ein Stamm, aber der war ewig weit weg. Stelle ich mir da mal einen LKW oder sowas hin. Ja, ohne Probleme. Ich glaube, das liegt doch an dem Krangerüst, weil das ja doch ein bisschen tief ist. So, jetzt bin ich ja schon in dem Dorf oder Kleinstadt, wie auch immer.
war ich da auch schon mal. Ja, klar. Kenne ich doch jedes Stück. Ja, stimmt, da war doch der Typ hier. Ach, jetzt hat er einen Kaffee in der Hand, aha. So, hier Müll. Und der Flugplatz ist repariert. Ah ja. Na gut. Sag mal, das war's wieder mit einer Folge SnowRunner. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge. Tschüss.